Ich stelle mal jetzt eine Frage einfach in den Raum, über die wir uns alle schon mal Gedanken gemacht haben. Und zwar, wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Was denkt ihr? Was denkst du? Das ist so eine Sache, wenn... Also, ne, gibt es ja ganz viele Beispiele von Leuten, die gesagt haben, ja, so und so viel MB werden mal reichen. Und die danach als so völlig falsch dargestellt wurden. Also, ja, und das ist jetzt dein Moment. Das ist mein Moment. Wir werden so ein paar Probleme haben, glaube ich. Es gibt so ein paar Dinge, die müssten wir dringend in den Griff kriegen, wenn wir in 100 Jahren noch so da sein wollen. Also, ich glaube, wir werden wahrscheinlich deutlich mehr Technologie in unserem Leben haben. Also, ja. Was für welche? Naja, wo also, denkst du jetzt konkret dran? Konkret denke ich jetzt an das Thema Klimawandel, ja. Weil der große Punkt, den ich ja immer schwierig finde, alle reden, wir müssen den Klimawandel aufhalten. Der Punkt ist, wir werden diesen Klimawandel nicht aufhalten. Wir können ihn nur noch verlangsamen. Wir werden ihn nur noch verlangsamen. Und da haben wir ja mal ein Video zu gemacht. Ne? Das ist so ein wichtiger Punkt, dass man das checkt, weil das heißt, wir müssen uns anpassen. Wir brauchen eine Anpassungsstrategie. Das heißt, wir müssen uns smarte Lösungen für unsere Ernährung überlegen. Ich glaube persönlich, dass sowas wie Vertical Farm wird sich durchsetzen. Was ist Vertical Farm? Also normalerweise Farm, ja, wir haben ein Feld draußen und Vertical heißt einfach, wir haben mehrere Regale sozusagen übereinander, wo diese Pflanzen drin sind. Ach geil, Platz einfach besser nutzen. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, und das ist eigentlich das viel relevantere, Wasser besser nutzen. Vertical Farm, weil die sind halt in der Halle gebaut und werden also teilweise mit künstlichem Licht, aber halt auch mit, man kann über so Lichtleiter, man kann das Licht von draußen sozusagen auf die einzelnen Pflanzen perfekt lenken. Das heißt gleichzeitig auch, dass wir damit Systemen arbeiten können, die deutlich, deutlich mehr Wasser sparen. Also Wasserknappheit wird ein großes Problem sein, obwohl wir so viel Wasser haben, aber wir brauchen halt Wasser, was nicht salzig ist. Und so eine Vertical Farm kann, glaube ich, 80% vom Wasser einsparen. Also wirklich immense Mengen. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch auf so hydroponische Systeme gehst, also hydroponisch heißt, die Pflanzen, die wachsen nicht in der Erde, sondern sozusagen die Wurzeln hängen einfach im Wasser drin. Dann geht und das noch, überleben die? Das tut denen richtig, also das ist krass. Das ist richtig gut, weil dieses Wasser kannst genau steuern, was da für Nährstoffe drin sind. Und dann kannst du dafür sorgen, dass du dir Superfood zauberst. Also gar nicht, weil du veränderst das nicht. Das ist kein genetisch verändertes Essen oder so. Aber du hast die perfekten Nährstoffe, die du brauchst als Mensch, kannst du da reinpacken. Und du brauchst keine Pestizide mehr. Das geil. Ist, ich war warum gibt es das noch nicht jetzt überall? Das gibt es. Das ist Energie. Also momentan ist es einfach günstiger, auf dem Feld noch was zu bauen. Aber zum Beispiel in Dubai wird das gemacht. Weil ach, krass. Da sozusagen, um einen gewissen Teil der Lebensmittel da frisch herstellen zu können, brauchen die das. Und ich glaube persönlich, dass sich das wahrscheinlich irgendwann immer mehr durchsetzen wird, weil... Das wäre zum Beispiel eine Sache, die wäre super, super cool auf jeden ich Fall. Ich finde die cool. Ich war in so einer Vertical Farm und das war erstmal, es hat Hammer geschmeckt und vor allen Dingen... Schmeckt das wirklich anders? Ich hatte das Gefühl, kann auch sein, weil ich irgendwie aufgeregt war und mich gefreut habe, dass es irgendwie besonders gut geschmeckt hat. Aber was auf jeden Fall cool war, dass ich einfach das vom Band, also von diesem Regal sozusagen runterrupfen konnte und direkt essen konnte. Ich habe es nicht waschen müssen. Und das war irgendwie ein geiles Gefühl zu wissen, das sind gerade Lebensmittel, die nicht irgendwie mit irgendwelchen Pestiziden behandelt wurden. Und das finde ich nice. Und da freue ich mich auch drauf. Also ich glaube, das ist so nice, auf jeden Fall. Cool. So der Klassiker habe ich auch gerade schon so gelesen, so fliegende Autos, glaube ich nicht dran. Bin ich ganz ehrlich, also fliegende Autos halte ich für so unpraktisch, weil mit allen Propulsion-Systemen, die wir haben, also es ist einfach zu laut und schwierig einfach. Kennst du Lilio? Nee. Das ist voll geil. Jetzt kommt wieder, jetzt Achtung. Es tut mir leid. Lilium ist ein deutsches Start-up. Und was machen die? Die bauen Flugtaxis. Und zwar autonome Flugtaxis. Ziemlich geil. So drohnenmäßig oder was? Ja, da können Menschen drin fliegen. So. Und kennst du Frank Thiel? Schon mal gehört. Das ist der Typ, der macht so ganz viel in Startups investiert. Der war das, glaube ich, bei ach, doch, 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 doch. Ja, doch. Das genau, hier, oder was? Genau, der ist da mit drin aus ach, einer der Investoren. Ach, du Scheiße. Und das Geile daran ist... Das muss doch übel laut sein. Das macht die ganze so... Ja, das ist was, womit wir... Also, ich meine, da gibt es auch Lösungen für. Interferenzkopfhörer kennst du ja wahrscheinlich. Was machen die? Das sind diese AirPods zum Beispiel. Ja. Die können ja den Lärm drosseln. Ja. Und das machen die so... Noise Cancelling, genau. Ja. Und das funktioniert auf einem physikalischen Prinzip, was sich destruktive Interferenz nennt. Boah, sorry, ich bin total gerade im Nerd-Talk. Nein, das ist voll spannend, oder? Leute, das ist doch spannend, oder? Was sagt ihr? Ich find's spannend. Okay. Ich fühle mich auch manchmal schlau und manchmal auch sehr dumm dann. Ich fühle mich so oft in meinem Leben dumm. Und ehrlich gesagt, das ist... Hier, guck mal, mega geil. Die Leute feiern es doch alle komplett. Okay, und genau. Abfahrt, ja. Also der, der,
der Punkt ist, dass wir Schall mit sozusagen dem Gegenschall, mit genau umgekehrten Wellen eliminieren können. Ja. Und das funktioniert so bei diesen Interferenzkopfhörern. Es gibt das auch schon bei Autos, dass das mit eingebaut ist und dafür sorgt, dass das Auto nicht mehr so laut ist. Was mega geil ist, weil wir dann unsere Autos nicht mehr so gut bauen müssen, sondern wir können mit dieser Technik dafür sorgen, dass auch ein so mittelgut gebautes Auto plötzlich deutlich leiser ist. Und es gibt die Idee, das bei Flugzeugen einzusetzen. Und das heißt, du kannst auch einfach so diesen Drone-Sound, jeder kennst du, wenn du eine Drohne startest, hast du erstmal so einen halben Flughafen. Ja. Und da könnte man einfach durch die Technik das, aber ich meine, die Schallwellen müssen ja irgendwie Die werden dadurch wirklich eliminiert, also entsteht ein bisschen Wärme bei. Krass. Das Problem dabei ist, also ne, bei Kopfhörern funktioniert das ja schon sehr gut. Das Problem dabei ist, dass natürlich, wenn du das bei so großen Sachen machst, es wird immer schwerer, das da dran zu bringen. Ist es denn wirklich faktisch dann leiser oder hören wir das nur leiser? Es ist faktisch leiser. Also es ist wirklich eine Schallwelle und Gegenschallwelle und es eliminiert sich. Also es ist wirklich funky. Es ist richtig funky. Naja, und diese Dinger, die sind ganz cool, weil die werden auch autonom sein und das wird zum Beispiel dafür sorgen, also man fragt sich gerade so ein bisschen, wofür ist das so gut? Ja, klar, ich glaube schon, klar, so Flugtaxis oder fliegende Autos sind cool, aber ich frage mich so, ist der Nutzen wirklich da, auch wenn man so Richtung Hyperloop denkt und die ganzen anderen Sachen, die wir haben, theoretisch. Das ist günstiger als so ein Hyperloop und also die sind nicht so krass auf Geschwindigkeit ausgelegt, aber das ist so interessant, weil das unsere Medizin verändern wird. Auf dem Dorf hast du ganz oft das Problem, hol mal so einen Notfallsanitäter ran, weil oft müssen die lange Strecken zurücklegen. Und dann hast du die Option, du gehst mit der Bergwacht daran, was sehr, sehr teuer ist, also es sind dann sehr, sehr teure Einsätze. Oder mit diesen Dingern fliegt der Notfallsanitäter zu so vorbereiteten Spots. Es gibt dann so mehrere Spots, wo dann ein Auto steht und dann steigt er ins Auto ein und fährt dahin. Das ist ganz geil, weil es halt dafür sorgt, dass wir plötzlich medizinische Versorgung auch auf dem Land haben. Absolut geil, absolut geil. Das sind ja schon mal zwei Sachen, wo man sich eher so drüber freut. Was ist denn so, wenn man jetzt mal in Richtung, ich denke halt so, guck mal, in den 50er Jahren dachten die Leute ja so, ey, Energie wird gerade immer günstiger, man hat so Atomspaltung gerade so erfunden, Kernenergie. Mhm. Aber man denkt so, boah, Energie in der Zukunft wird richtig kostenlos sein und free und wir haben überall nur so, alle Bürgersteige werden basically Rolltreppen sein. Spoiler, ist nicht passiert. Gibt's nur Flughäfen. Und selbst da weiß ich, wie nötig die sind. Was denkst du, so das nächste, was ist so das, wo man sagt, so, yo, das hat keiner kommen sehen? Das ist eine dumme Frage, weil natürlich sieht es keiner kommen, aber keiner hat das Internet zum Beispiel kommen sehen, dass halt nicht Energie günstiger wird, sondern halt Information einfach mega frei verfügbar sind und es einfach halt so informationsfreier geworden ist und nicht Energie. Jetzt denke ich natürlich, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, denke ich natürlich auch an Technologien wie Smart Glasses, irgendwann vielleicht Smart Kontaktlinsen, vielleicht irgendwann ein Chip im Gehirn, um noch schneller irgendwie Infos in mein Gehirn zu ballern. Aber ist das überhaupt die Route, die wir gehen? Oder gibt es nicht irgendwas, wo man sagt, dass man hat irgendwann so, zum Beispiel wie wir jetzt auch Energie, klar, haben wir viele Energieprobleme und so, aber irgendwann hat man vielleicht so einen Bereich an Informationsfreiheit erreicht, wo man sagt, das ist jetzt so, das muss nicht mehr so rapide weiterentwickelt werden. Ich glaube, die Geschwindigkeit wird zunehmen. Also ich glaube, witzigerweise, irgendjemand hat es gerade hier, Mortimer hat das, glaube ich, gerade nach oben gegangen, aber hat eigentlich schon, finde ich, das Stichwort gesagt, das ist künstliche Intelligenz. Ja. Und ich glaube persönlich, das ist das, was als nächstes Ding uns krass beeinflussen. Ich meine, es ist schon in allen Sachen, es ist hier irgendwie im Smartphone und so weiter drin, aber das wird nochmal ein anderes Level annehmen und ich glaube, was da passieren wird und was... Was glaubst du, ist da so möglich? Bei künstlicher Intelligenz. Ja. Was ist sowas, wo wir uns auch gar nicht vorstellen können? Also die einfache Sachen sind ja erstmal schon mal so autonomes Fahren, andere einfache Sachen sind so Support-Hotlines. Momentan gibt es ja noch diese Roboterstimme am Anfang, aber es gibt ihm noch 5 Jahre und dann hast du da KIs. Kennst du das? Von Google, dieses das Ding, das ist, so ist krank. Krass. Dass du einfach, also jetzt heute gibt es ja schon KIs, die können mit dir telefonieren, du checkst nicht, dass das halt eine KI ist. Das wird erstmal alles, die ganzen Callcenter, Supportlines, das sind so einfache Sachen, die einfach zack, unsere Geräte werden das besser verstehen, dadurch können wir die Sachen auch energieeffizienter machen. Das sind ja alles Sachen, die sind erstmal, und die Algorithmen, bessere Content-Vorschläge, ne, dass euch Sachen auf Netflix nur vorgeschlagen, die Netflix kennt dich nachher besser wie du dich selbst und so.
Die Frage ist nur, oder auch so, wenn man auf einmal dann drüber nachdenkt, dezentrale Stromsysteme, dass man halt sowas macht wie auf jedem Haus ist eine Solarzelle und wenn ich überflüssigen Strom kaufe, kaufe ich das vom Nachbarn, brauche. Also ich brauche mehr Strom und ich kaufe das halt eher von meinem Nachbarn, weil der gerade mehr Strom produziert und andersrum. Und so finanziert sich dann der Strompreis und regelt er sich und hat keine zentralen Kraftwerke mehr. Da sind KIs natürlich auch smart für. Aber was sind so Bereiche, wo man sagt, boah, dass die werden die komplett verändern. Wirklich so. Das hat nichts mehr mit dem heute zu tun. Es wird jetzt ein bisschen dystopisch. Oh shit, Leute. Einmal anschneiden, bitte. Einmal bitte anschneiden. Es wird dystopisch. Und ich weiß, schneiden Sie sich an für Turbulenzen. Ich glaube, ich mache mich damit ein bisschen unbeliebt. Aber ich glaube persönlich, dass es eine... Also, ne, es geht jetzt nicht um irgendwelche Roboter oder so. Das, also, ich meine, das gibt es, aber das ist nicht so relevant. Ich glaube persönlich, das Gruselige und Gefährliche ist einfach, dass diese KI dafür sorgen wird, das ist eine neue Form des Kriegs. Und zwar nicht mit Waffen, sondern mit Hass im Endeffekt. Also es gibt ja jetzt schon so Bot-Netzwerke, die Dinge kommentieren, die dafür sorgen, dass Verschwörungstheorien verbreitet werden. US-Wahl ist ja ein gutes Beispiel dafür. Es ist ein Beispiel, aber es gibt so viel davon, was wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und so das harmloseste Level davon ist irgendwelche Influencer, die da hochgepusht werden mit Bots, die dann darunter mittlerweile echt smarte Dinge schreiben, wie, wow, die Hose auf dem Bild gefällt mir total toll, weil irgendwie... Die KI das erkennt, ja. Genau. Und das nimmt irgendwann ein Level an, dass wir das nicht mehr kontrollieren können und dass es sozusagen so KI-Armeen geben wird, die Leute aufwiegeln werden. Und ich glaube persönlich... Soziale Unruhen halt einfach. Soziale Unruhen, dieses Gefälle in einem Land, also wenn man mal überlegt, wie viel wir streiten, obwohl es uns unfassbar gut geht, weil wir ja ganz oft bei Themen aufgewiegelt werden, also jetzt nicht nur durch solche Netzwerke, aber es ist halt ein Teil davon, da glaube ich persönlich, wenn das jetzt nochmal heftiger wird, das ist gruselig. Also ich finde, das ist für mich super so gruselig. Dieses... Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist der Punkt. Alle reden immer über irgendwelche Roboter, die uns umbringen werden oder eine KI, wo wir die Kontrolle drüber verlieren. So what? Das ist nicht, weil erstmal... Es wird niemand Roboter ohne einen Ausschalter bauen. Sagst du jetzt? Bin ich mir, also keine Ahnung, wäre halt saumäßig dumm, wenn du so eine krasse KI bauen kannst. Und also der müsste ja auch irgendwo Energie kriegen. Also das halte ich irgendwie für Schwachsinn. Ich glaube persönlich, dass diese KI-gesteuerten Chatbots sind vielleicht unser Untergang. Das ist halt so, vor allem wenn du dann irgendwann in der Zukunft dir gar nicht mehr sicher sein kannst, was ist eigentlich gerade das Stimmungsbild. Du bist zum Beispiel, weil halt immer mehr wichtiger ist auch, was, sag ich mal, in dem, man nennt es Metaverse, das habe ich mal in einem Artikel letztens gelesen, also was in unserer digitale Identität wird immer wichtiger und irgendwann wird es halt genau äquivalent sein, wie wir online existieren, wie wir auch im echten Leben existieren und es wird komplett, also so wie es online läuft, läuft es auch gerade in der Gesellschaft, stimmungstechnisch. Problem an dem Online-Ding ist nur, dass du halt suggerieren kannst mit solchen Bots, dass auf einmal, weiß ich nicht, 1 Million Leute Stress anfangen, weil irgendwas total Banales. Also wird irgendwie so gesagt, ja, unsere Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Unsere Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Eigentlich ist nichts passiert. Und du kannst dir gar nicht sicher sein, ob das tatsächlich gerade eine Diskussion ist und wirklich Leute dafür sind. Und wenn du so kontroverse Meinungen reinpackst, wie zum Beispiel auf einmal sowas wie halt aktuelle Diskussionen auch wegen Corona immer, ne? Schwieriges Thema, ich weiß, Leute, die sagen so, yo, das ist alles nur ein Komplott, damit wir halt unterdrückt werden, unsere Grundrechte uns weggenommen werden und so. Das ist natürlich jetzt nicht wahr. Es gibt leider wirklich so Menschen, die das so sehen und was ich halt schwierig finde, aber das ist gar nicht der Punkt. Aber was ist, wenn in der Zukunft so Botnetze das suggerieren und eigentlich gar nicht niemand so denkt, aber trotzdem Leute sich da Fronten bilden, wo eigentlich gar keine Fronten sind und dadurch dann wirklich so eine erhitzte Stimmung steht und aber auch Leute überhaupt erst mit diesem Gedanken gut in Kontakt kommen und sich viel offener dazu verhalten, weil die denken, es gibt ja 1 Million Leute, die das schon so sehen. Und dadurch werden künstlich Fronten gebaut, was halt einfach ein Land komplett entzweit. Und das ist halt super gefährlich für Wirtschaftsstabilität und alles. Und es geht noch weiter, weil das... Soziale, ist, das ist ja dann nicht mehr militärische Kriegsführung, jetzt haben wir schon Cyberkriegsführung. Das ist ja soziale Kriegsführung. Das ist, genau, und der Punkt... Krass, ich hab scheiße. Deepfakes zum Beispiel auch, ja. Witzig, habe ich mit jemandem vom Fraunhofer Institut drüber gesprochen, der meinte, Deepfakes sind momentan nicht so unser Problem, sondern das viel größere Problem sind wirklich diese Chatbots. Eine Sache, die ich dazu noch ganz spannend finde, ich habe mal dieses Cambridge Analytica, das ist ja das, wo das aufgeflogen ist mit den US-Wahlen und ich habe mit der Forscherin gesprochen auf einem Event, die das mit aufgedeckt hat. Das war crazy, weil die meinte, so, ne, der Hintergrund davon ist, wenn
die kann sich mein Facebook-Profil auslesen und das kann jeder und ich kann damit genau bestimmen, was für ein Typ Mensch ich bin. Und das ist, also... Wenn ich kein Facebook habe, Alter. Das geht mit allen anderen Sachen auch. Also, und ich bin eh gläserner Mensch, ich bin so viel Online-Rip, Alter. Und das Interessante ist wirklich, die haben halt Studien gemacht und konnten ganz genau vorhersagen, was für ein Typ Mensch das ist und konnten deshalb auch sagen, und das ist halt das Gruselige, welche Person wie leicht beeinflussbar ist. Und das wird in und der... Und da werden die genau getargetet. Genau, also in der Marketingforschung wird das schon richtig krass aktiv angewendet. Deswegen ist das auch manchmal, dass man überrascht, wie man dann doch von dieser Werbung beeinflusst ist, obwohl man denkt, man ist dagegen immun. Ja, Big Data, ne? Big Data. Big Data. Und wenn das jetzt mit diesen Dingen passiert, also mit Chatbots, die smart gesteuert sind und die sozusagen wissen, da ist diese eine Person in dem Freundeskreis, die ist da eh anfällig für, dann konzentrieren wir uns mal da drauf und dann verbreitet sich das ja von da aus. Weil vor allem, wenn die so intelligent sind, dass du gar nicht unterscheiden kannst, sagen wir mal, die suggerieren irgendwann wirklich, stell dich mal Folgendes vor, und das ist vielleicht gar nicht so weit weg, ach du Scheiße, ich denke da gerade erstmal richtig drüber nach. Imagine, Leute, ihr gebt diesen Chatbots eine, und ihr kombiniert das mit dieser Sprach-AI, dass das halt wirklich, dass das Ding believable sprechen kann. Genau. Dann implementiert dieses Ding, gibt es denen eine WhatsApp-Handynummer und das Ding schreibt mit dir und suggeriert, ein echter Mensch zu sein. Das Ding kann Sprachnachrichten schicken, alles. Und das targetet wirklich spezifisch Menschen und lernt die zufällig in einem Forum auf Facebook irgendwie kennen, baut irgendwie Kontakt auf und du kannst dir irgendwann nicht mehr sicher sein, ist es ein echter Mensch oder nicht, außer du siehst ihn. Und da hilft irgendwann auch nicht mehr, wenn du ihn über Webcam siehst, Stichwort Deepfakes. Mhm. Und das bedeutet, dass du einfach, das ist Social Engineering auf einem ganz anderen Level, weil das kannst du ja nicht nur, heutzutage brauchst du ja wirklich Menschen, die das machen. Du kannst ja Social Engineering machen, so Menschen manipulieren. Das ist ja, das gibt's ja schon lange. Mhm. Aber eine KI ist es egal, ob die es mit 1, 2 oder 300 Millionen Menschen macht. Und ja, das ist halt fucking ist, scary. Wie gesagt, ich habe vorher gesagt, es wird jetzt und das ist halt wirklich, und es ist, auch krass, wie, finde ich, manchmal versucht wird, das zu ignorieren. So. Weil das Problem ist, also ne, überleg mal, Kampfroboter. Ey, hattet ihr das auf dem Schirm? Ich habe auch immer noch vor dem Terminator Angst gehabt. Genau, und da hast du doch einfach Lösungen gegen. Dann baust du halt auch einen Terminator. Aber du kannst auch keinen Chatbot gegen einen Chatbot bauen, ist das Problem. Und mit einer KI einen Chatbot zu erkennen, wird immer schwieriger, weil die immer natürlicher wirken. Das kannst du nur noch versuchen, über irgendwelche Metadaten zu machen, aber dann, ne, schau dir diese ganzen VPN-Technologien und so an. Ja! Alter, holy shit, Alter. Das ist echt gruselig. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, es ist ja sogar schon so, dass KIs sich halt, also KIs können ja auch schon Programme schreiben und wenn die irgendwann so weit sind, dass die, also die KIs werden die besten Hacker der Welt, weil keiner kann so schnell Code analysieren und modifizieren wie eine KI, wenn die so weit ist. Das stimmt. Und aber um ein bisschen Mut zu machen, letzte Woche Samstag war ich hier im Deutschen Museum Bonn. Ja. Da gibt es ein Exponat, wo mit KI DDoS-Attacken detektiert werden. Ja. Was man vorher auch nicht so richtig konnte. DDoS-Attacken ist quasi so, könnt ihr euch vorstellen, dass ganz, ganz viele Bots auf eine Website gleichzeitig zugreifen und so mit dem Server überlassen. Kurze Erklärung. Genau, und das Problem, das zu erkennen, ist gar nicht so ganz leicht, weil man ja erstmal identifizieren muss, sind das jetzt Fake-Anfragen, ja oder nein. Ja. Und jetzt gibt es eine KI, die in der Lage ist, das zu detektieren, live. Und das ist so krass in diesem Museum. Dir wird live angezeigt, von wo gerade zum Beispiel der Standort Frankfurt attackiert wird. Krass. Und das ist, finde ich, macht wieder ein bisschen Mut. Und das auch bei Deepfake. Die beste Waffe gegen Deepfake ist eine KI. Ja. Weil du kannst am Anti-Aliasing meistens sehr gut erkennen und an den Augen. Genau. Also quasi, wie die Pixel berechnet werden, weil das noch so ein bisschen, man sieht Artefakte, basically. Ey, ja, super, super interessant auf jeden Fall. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL.